Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Ich habe jetzt mal gerade einen Nachmittag Zeit bzw. mir freigenommen von der ganzen Lernerei und habe beschlossen, ein bisschen Enderal wieder zu spielen bzw. aufzunehmen. Ich habe es ja ultra lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das sind jetzt fast 2 Monate. Und in den 2 Monaten ist relativ viel passiert, was meinen PC angeht. Ich habe bestimmt 2-mal jetzt Windows neu aufgesetzt, das heißt immer wieder alles neu einstellen müssen. Falls hier irgendwelche Einstellungen wieder nicht passen sollten, dürft ihr es gerne schreiben. Und dann habe ich einen neuen Prozessor eingebaut, der jetzt ein bisschen stärker ist und ein neues Mainboard. Und dann habe ich noch eine bessere Kühlung für meine Grafikkarte aufgeschraubt. Was haben wir noch gemacht? Ganz viel. Also es ist halt gefühlt ein neuer Rechner. Ich musste halt alles wieder neu einstellen, in der Hoffnung, dass jetzt alles klappt. In der Zwischenzeit hat OBS ein bisschen rumgezickt. Das Problem konnten wir dann auch lösen, indem wir halt Windows nochmal neu gemacht haben. Ja, das ist so alles passiert. Deswegen, falls irgendwas nicht passen sollte, falls irgendwelche Einstellungen noch komisch sein sollten, dürft ihr es gerne schreiben. Ich musste heute auch wieder ein bisschen rumprobieren mit Enderal. Aber ich denke, so ist es jetzt ganz gut. Wir haben ein paar kleinere Sachen vor heute. Wir haben ja in den letzten Folgen ganz, ganz viele Hauptquests gemacht. Und jetzt wird mal wieder ein bisschen Zeit für Nebenquests. Ich habe offscreen schon mein Inventar geleert. Ich habe unsere Hauptfähigkeiten alle auf 50 gebracht, also ohne die Verbesserung, auf 50 gebracht. Und ja, wir haben immer noch 2 Lernpunkte. Oh, wir haben noch 2 Erinnerungspunkte, die können wir auch mal verteilen. Ist die Meditation noch ausgerüstet? Ja, ist sie. Achso, ich habe noch einen neuen Mikrofonarm. Für die Leute, die nur Enderal bei mir gucken. Der ist auch neu. Das heißt, ich muss mich da noch so ein bisschen einfinden, wie der Abstand zu mir ist. Also Abstand zwischen Mikrofon und mir und alles Mögliche. Hängt jetzt halt auch ein bisschen anders über der Tastatur als mein Tischständer. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich momentan noch so ein bisschen wirr bin und nicht alles sofort hinbekomme. War jetzt echt viel Zeit, wo ich super viel ausprobieren musste mit dem PC. Ihr seid Abenteurer, aber jetzt sollte oder? Alles wieder besser laufen. Es läuft auf jeden Fall besser. Die CPU langweilt sich hier ein bisschen bei der Aufnahme. Bei anderen Aufnahmen ist es nicht so, aber Enderal ist jetzt nicht so CPU-intensiv. Sag ich mal. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe offscreen nochmal unser Schwert verbessert. Sehen wir das? Das hatte vorher nur 15 Schaden, jetzt hat es 20 Schaden, ist auf Edel schon verbessert worden. Den kann ich leider nicht verbessern. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich habe ihn aufgeladen. Was habe ich noch gemacht? Offscreen. Ich glaube, das war's. Und wir werden jetzt als allererstes, wo ist es denn? Da hinten, die Tafel. Wir werden das Kopfgeld für Pack-Pack entgegennehmen. Ja, Auftrag suchen. Ach, haben wir schon anscheinend. Vor einem Jahr legte eine von Captain Bly geführte Plündererbande an Enderals Küste an und überfiel die Eisbrecherwarte. Beim Kampf wurden alle Arbeiter der Warte und Captain Bly getötet. Gerüchteweise ist Captain Bly als Wiedergänger auferstanden und befindet sich auf dem Weg zu seinem Schiff. Für sein Ableben sind 380 Endralea Groschen ausgeschrieben. Das nehmen wir mal an. Ist auch eine Dreier-Quest. Ich weiß nicht, ob wir sie sofort machen. Und ich rede wieder so schnell, dass ich keine Zeit habe, um frisches Obst. So, das haben wir gemacht und wir werden jetzt noch vor die Tore von Ark gehen. Wenn ich mich wieder orientiert habe. Ist das Fremdenviertel? Ja. Und werden eine Quest noch abgeben. Also es ist momentan Winter. Ihr müsst wissen, meine Nase ist dauerverstopft. Also einfach aus allergischen Gründen, kann man dazu sagen. Ich glaube ja. Und deswegen kriege ich immer sehr schlecht Luft durch die Nase. Und muss viel durch den Mund atmen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Madame. Und ich könnte auch aufhören, einfach so schnell zu reden. Warum schaut ihr mich so ja, es werden halt jetzt, dadurch, dass Enderal auch paar Mal neu installiert wurde, durch die ganzen Geschichten, sind jetzt die ganzen Tutorials wieder aktiv, also wundert euch einfach nicht. Aber bis jetzt, also seit gestern funktioniert alles wieder richtig. Ich bin super glücklich, weil es immer wieder kleinere Probleme gab. Mit denen hätte ich zwar leben können, aber es ist doch schön, wenn alles richtig funktioniert.
Und da haben wir noch ganz lange dran gebastelt, aber jetzt sollte alles wieder laufen und für längere Zeit laufen. Ich habe jetzt nicht vor, in den nächsten Monaten den PC wieder aufzumachen oder Windows neu zu installieren. Einen Groschen. Also ich hoffe einfach, dass jetzt für ein paar Monate, zumindest für ein halbes Jahr mal Ruhe ist. So, achso, Enderal nehme ich jetzt nur so auf, so die Zeit, wie ich heute Nachmittag habe. Und dann kommt das so, werde ich es so auch hochladen, wie ich denke. Es läuft ja noch nebenbei. Dafür musste ja Enderal weichen, Darksiders. Und da werde ich will nicht zu viele Videos auf einmal hochladen pro Tag. So, ich habe die Gipfelstürmer-Eier wie verlangt. Großartig! Hier, das sollte euch für eure Mühen entlohnen. Ein paar Eier fehlen nun noch. Kommt wieder, wenn ihr sie gefunden habt. Yay, jetzt haben wir 380 EP bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold. 140 war das, glaube ich. Ach genau, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich wollte noch ein bisschen Gold zur Bank bringen. Da müssen wir jetzt noch einmal ganz kurz zum Marktplatz zurückeiern. Aber da kann ich ja echt noch ein bisschen zulabern. Hm? Ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil ich euch schon alles erzählt habe. Ja, also habt ein bisschen Verständnis, wenn irgendwie noch alles nicht hundertprozentig eingestellt ist. Ich bin auch mittlerweile total verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich alles schon eingestellt habe, was nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr auch mal solche Phasen hattet, wo ihr relativ viel am PC machen musstet. Und irgendwann kommt man durcheinander. Oder ich komme zumindest durcheinander. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich komme durcheinander. Wir haben nicht so viel Ausdauer gerade. Ihr braucht mich gar nicht zu. Ich werde dich jetzt aber ignorieren. So. Einmal auf dem Marktplatz. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ne? Ach, zur Bank wollte ich. Ich weiß gar nicht. Ich habe in knapp 2,5 Wochen sind meine ersten Klausuren. Also in 3,5 Wochen habe ich so ein bisschen frei. Theoretisch. Also theoretisch auch nicht, aber ich habe danach noch eine Klausur, die ist aber erst im März. Da könnt ihr vielleicht zwischendurch auch mal wieder Enderal aufnehmen. Ich will ja irgendwann das Projekt auch beenden. Schreitet wohl mit. Wobei ich mich ja hier, wie gesagt, nicht stressen möchte. Hallo. Ich möchte einzahlen. Natürlich. Nee, wir zahlen mal nur 750 ein. Eine kluge Entscheidung. Jetzt will ich mal mein Goldfach einsehen. Natürlich. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir schon drauf haben. Okay, 7000 haben wir drauf. Wir kriegen 220 Groschen schon pro Tag. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Muss ich ganz viel Enderal spielen, damit sich mein Geld vermehrt. Und vergesst nicht. Jetzt haben wir es. Lösung gefunden. Huch, der Bankier bringt mich sogar raus. Das finde ich nett. So, ich weiß gar nicht, welche Quest gerade aktiviert ist. Ach genau, ein bewegendes Bildnis. Das werden wir jetzt machen. Und dafür werden wir zum Myradenturm auf jeden Fall reisen. Haben wir hier einen Wegweiser? Myradenturm. Soweit wollte ich jetzt nicht laufen. Und dann werden wir uns mal der Quest nochmal annehmen. Falls ihr euch erinnert, es geht um Andrasta, heißt sie, glaube ich, in Blutes. Die so ein bisschen abgelegen wohnt, eine Künstlerin ist. Und die Tochter hat uns losgeschickt, damit wir mal nach ihrer Mama sehen, weil die schon lange keine Bilder mehr geliefert hat. Ihr wurde halt ein Gemälde zum Gruß. Und das sollen wir jetzt wieder beschaffen. Da hinten ist der Mirat. 2 Monate kein Enderal gespielt und schon kenne ich mich hier nicht mehr aus. Achso, ich muss ja mit dem Typen reden. Ich habe so viel Ark gespielt, also privat spiele ich viel Ark. Schreitet wohl, die Dame. Und da kann man die Tiere ja direkt besteigen, so. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich möchte. Das ist. Warte mal, ich weiß es. Ich weiß es auswendig. Nein, das wollte ich gar nicht. Sicher doch.
Wohin soll ich euch bringen? Seite 2 wollte ich anklicken. Nebelheim. Nehmen wir Nebelheim. Nee, das war was anderes. War das nicht die Schneefels-Taverne? Ach komm, wir nehmen Nebelheim. Zur Not fliegen wir woanders hin. Ich hätte vorher mal auf die Karte gucken können. Habe ich aber nicht getan. So, da hinten. Bin ich halbwegs richtig? Ach komm, ich hab's voll gut geschafft. Würde ich mal sagen. So, da unten war das irgendwo, ne? Ja. Okay, wir gehen mal einen regulären Weg. Ich möchte gerne schleichen und meinen Bogen auf jeden Fall zücken. So finde ich das besser. Ich möchte einmal F5 drücken. Weil ich gar nicht mehr weiß, ob ich überhaupt noch kämpfen kann. Irgendwie habe ich hier in Nebelheim nie Musik, ne? Das ist irgendwie so ein kleiner Musikbug. Ist aber nicht so schlimm. Also, kann ja auch sein, dass hier einfach wenig Musik getriggert wird. Ich weiß ja, warum das mit der Kampfmusik manchmal nicht so funktioniert. Enderal ist komplett frisch installiert. Das Einzige, was halt nicht frisch ist, sind die Saves. Aber das hat ja an sich mit der Spielmechanik nicht so viel zu tun. Klar, ein Save kann immer fehlerhaft sein. Oh, bin ich hier richtig? Nee, hier bin ich nicht so. Kann ich hier nicht woanders noch abbiegen? Unter irgendwie? Da hinten. Ich weiß jetzt wieder, wo ich lang muss. Ich weiß bloß nicht, ob hier noch Gegner sind. Was hier ein Nest? Ist doch eben gerade ein Vogel gelandet. Ja, da ist ein Nest. Was für Eier legst du denn, du kleiner Vogel? Kommt man hier irgendwie hoch? Oh, hier ist eine Truhe. Die habe ich irgendwie noch nicht geplündert. Das ist guter Loot. Moment, hier hoch? Das ist zufällig jemand? Egal, lassen wir das einmal Ei sein. Und gehen jetzt... Oh Gott, habe ich mich erschrocken vor dem Baum. Hier weiter. Hier ist es, glaube ich, richtig. Dann kommen wir ja runter. Da geht es ja über die Brücke in den Kristallwald. Hier geht es runter. So, jetzt schleichen wir und wir drücken einmal F5, weil wir endlich auf dem richtigen Weg sind. Hier könnten wir auch mal reingehen, ne? In den Kanalisationseingang. Oh, da ist das Symbol. Das habe ich voll vergessen. Das holen wir uns jetzt als allererstes. Huch. Und wir haben noch 2 Erinnerungspunkte. Guck mal an. Ich bin total vergesslich, ne? Ich muss mir mittlerweile alles ausschreiben. Ich muss ja leider gestehen, dass ich momentan so ein bisschen... Was ich eigentlich nicht mag und warum... Also ich habe mich auch bewusst deswegen für ein eigentlich wissenschaftliches Studium entschieden. Weil ich Bulimie lernen hasse. Also so stupides auswendig lernen kurz vor der Klausur. Aber meine erste Klausur wird darüber, genau darüber sein. Ja, deswegen bin ich momentan einfach vollgestopft mit nicht unnötigem Wissen, aber viel Wissen auf kurze Zeit. Da vergisst man halt die ein oder andere Sache. So, ich sprinte mal lieber. Uah, geschafft. Symbol gefunden. 26 von 100. Das ist für meine Verhältnisse zu diesem Spielfortschritt echt wenig. Achso, wir müssen ja essen, um uns zu heilen. Essen, essen, essen. Gebackene Kartoffel. Komm, die schieben wir uns rein. Gehen in den Schleichmodus. Drücken F5. Und gehen in die Meditation. So, wir haben 2 Punkte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt habe, was ich machen will. Was ist denn Schattenspieler? Reduziert die Chance, beim Knacken von Schlössern entdeckt zu werden. Bin ich jetzt, naja. Haltet für einen kurzen Zeitraum für eure Gegner und eure
Umgebung die Zeit an. Das finde ich gar nicht so schlecht. Meister der Sehne. Das Heranzoomen im Bogen kostet die Hälfte der Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 25%. Alle Pfeile verursachen einen Schadenspunkt mehr. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Das ist ja mit unserer Hauptwaffe. Was haben wir hier? Schwingentanz. Wenn ihr innerhalb von 10 Sekunden nach Wirken des Talents 5 Treffer landet, verursacht der letzte Treffer massiven Schaden und wirft euren Gegner zurück. Weiß ich nicht, was ich davon so halten soll. Doppelwirbel. Kraftvolle Angriffe mit 2 Einhandwaffen verursachen 12% mehr Schaden. Das nehmen wir noch. Wir haben ja Dolch und Schwert, sind 2 Einhandwaffen. Also nehmen wir das. Geskillt und dann gehen wir in die Kanalisation und irgendwann gehen wir zum bewegten Bildnis. Nein, wir wollen ja auch ein bisschen erkunden. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Jetzt haben wir uns aufgespart. Okay, speichert gerade. Ich meine, bitte zücken. Guck mal, da stehen schon die ersten Arbs. Oh, er hat mich entdeckt. Wie hat er mich entdeckt? Kommt er jetzt hier lang? So aus, ne? Okay. Wir sind doch gar nicht so schwach, wie ich gerade dachte. Nee, das will ich nicht mitnehmen. Oder ist noch einer? Bleib stehen. Oh, das war daneben. Oder ist noch einer? So treffe ich ihn nicht. Ist da wieder eine unsichtbare Barriere? Oder ist noch ein Schamane? Oh, den habe ich sogar noch mit Schleichschaden getroffen. Er ist tot. Und der ist jetzt tot. Okay, das lief doch besser als erwartet. Ich habe tatsächlich gerade echt den Überblick verloren darüber, wie stark wir schon sind vom Level her. Ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt keine Musik. Doch haben wir. Ganz leise. Ich habe sie gar nicht so extrem leise eingestellt. Aber anscheinend scheint das hier sehr leise zu sein. Gut. Sagt da noch was? Nee, es war nur Tür. Mach mir gleich auf. Ich will erstmal die Leichen looten. Ich sammle jetzt nicht immer alles ein. Ist denn eine andere? Ach, der liegt hier unten irgendwo, ne? Da. Okay, der hat nichts für uns. Dann fangen wir doch mal an. Der eine kam hier nur rumgelaufen, ne? Wir gehen jetzt hier alles ganz in Ruhe ab. Ist auch nichts weiter. Können wir hier auch klettern? Wahrscheinlich nicht. Schade. Ist noch was in der Ecke? Nicht wirklich. Okay, dann gehen wir da oben. Ne, wir gucken erstmal hier rein. Von der anderen Seite blockiert. Okay, da kommen wir nicht rein. Hier nehmen wir die Tür. Geht's nicht weiter? Uah, Pferdefleisch. Das nehme ich nicht mit. Einfach aus Prinzip nicht. Schärfstein. Okay, mehr hier ist hier aber auch nicht. So, die müssen wir knacken. Oh, abgebrochen. Offen. Da. Ein magisches Symbol. Sehr schön. Die gebackenen Kartoffeln heilen uns anscheinend noch. Da springe ich noch nicht rein. Wo kann ich meine Pfeile einsammeln? Perfekt. Einmal F5 drücken. Da kommen wir bestimmt nicht weiter hoch. Noch was? Nemesis-Schuhe, Set-Gegenstand. Ich weiß gar nicht, ob wir sie schon gefunden haben. Auch Stelle.
Ich habe versucht vorhin zu kochen, aber mir fehlte noch Lauch. Knoblauch und Ätherner-Ohren. Haben wir hier unten noch liegen? Rattenfleisch. Schmetterlingsflügel, Königsmet. Nee, möchte ich alles nicht. Gott, da habe ich mich erschrocken vor dem Schatten hier gerade. Gemein ist das. Ganz kurz. Nee, Musik ist so leise gerade. Ich weiß nicht, ob ihr sie besser hört. Bei mir ist sie gerade ultra leise. Runenkürers. Nein, der ist mir gerade zu schwer. Ich habe gerade alles leer gemacht. Oh, schade, das war knapp. Ich wollte gerade loslassen. Jetzt haben wir es. Elementarexperte. 17% weniger Mana. Und Handgriffe verursachen mehr Schaden. Ich habe gerade einen Ring an. Den hatte ich im Inventar. Dass Bögen mehr Schaden verursachen. Werde ich auch erstmal so lassen. Weil wir gehen ja nur in den Nahkampf. Wenn es unbedingt sein muss. Ganzen Groschen mitnehmen. Okay. So, kurz an der Nase jucken. Und dann sehe ich, dass die Folge schon vorbei ist. Wir gucken uns hier in der Kanalisation in der nächsten Folge weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.